So, Niklas. Ja, nachdem die beiden geduzt waren, wollen auch an Sie die Frage, duzen oder siezen? Duzen ist okay. Ist auch okay. Also, dann belege ich dich, dass du hier natürlich die Wahrheit sagen musst. Du musst auf Einzelfragen aber nicht antworten, wenn du vielleicht irgendwelche Angehörigen belasten könntest. Mhm. Ist klar. Okay. Du heißt Niklas Wagner, 18 Jahre alt, du wohnst in Düren, du bist ledig, Realschüler, verwandt oder verschwägert bei den Jungs hier? Nee, aber wir gehen in die gleiche Klasse. Also, und deinen beiden Schulkameraden wird vorgeworfen, die Terrassentür zum Haus deines Vaters mit einem Stuhl, mit dem Gartenstuhl eingeschlagen zu haben und sich so Zutritt zu eurem Haus verschafft zu haben. Und zwar, weil sie angeblich Beweismittel dafür gesucht haben sollen, dass dein Vater eine Affäre mit eurem Au-pair-Mädchen, der Monique Chevalier, haben soll. Ja. Ja. Das weiß ich. Wie war das mit diesem Gerücht, dass dein Papa was mit dem Au-pair-Mädchen hatte? Die beiden behaupten, dass du dieses Gerücht an dem Abend auf einer Party in Umlauf gesetzt hast. Ja, kann sein, dass ich im Suff auf der Party mal einen Spaß in die Richtung gemacht habe. Spaß? Das war sonst gar kein Spaß, ja. Was hast du denn genau über deinen Vater und Monique gesagt? Ja, dass sie sich einen schönen romantischen Abend im Kino machen, während ich auf der Party bin. Irgend sowas. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die zwei das gleich so ernst nehmen würden. So ein Quatsch einfach, ey. Weißt du, ich glaube, es hackt wirklich, ja? Weißt du, du hast 100 Mal an diesem Abend gesagt, dass dein Dad heute noch mit Monique ins Bett steigt, ja? Du hast dich da sowas von reingesteigert. Das sehe ich nämlich genauso. Niklas, warum erzählst du denn so einen Mist? Du weißt doch, dass das nicht stimmt. So, weiß ich das? Ja, natürlich. Das ist doch alles nur dummes Gerede hier. Und ich finde es wirklich nicht gut, Freundchen, dass du das hier über mich verbreitest. Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass da nichts dran ist. Wenn man das so ständig erfährt, seitdem Mama tot ist, da kommt ja auch so ein heißes französisches Au-pair-Mädchen sicher gerade recht. Jetzt, Niklas, wie ist denn das überhaupt? Hast du konkrete Anhaltspunkte dafür, dass da irgendwas läuft zwischen deinem Papa und der Monique? Oder ist es einfach mal so ins Blaue gesagt? Ja, nee, ich habe das nur so gesagt. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Aber ich meine, ich habe an dem Abend auch recht viel getrunken gehabt und kann sein, dass ich mich da ein bisschen in die Geschichte verrannt habe. Das ist doch alles total... Es war nicht so ernst gemeint, echt. Es sollte ein Witz sein. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Basti und Sascha... So ein Schwachsinn. ...nicht verstehen, dass es nur Spaß ist. Das war so ein Schwachsinn. Du hast dich da total reingesteigert. Das ist komplett ernst gemeint. Und außerdem warst du an dem Abend gar nicht so betrunken, dass, als du mit der Story ankamst, okay? So ein Quatsch. Du hast dich so reingesteigert. Den ganzen Abend hast du nichts anderes erzählt. Das stimmt doch gar nicht. Wenn es ja reingesteigert, dann war das der Basti. Was soll ich? Du bist doch total ausgeflippt, als ich gesagt habe, dass Monique total auf meinen Vater steht. Was soll ich? Du bist ausgeflippt, mein Lieber. Ich bin überhaupt nicht ausgeflippt. Ja, ich habe mich nur halt gewundert, was die Monique mit so einem alten Knacker will. Was hat er denn gesagt oder gemacht? Ja, er hat total rumgemosert. Er hat gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein und dass er mir nicht glaubt. Und er hat gesagt, dass er erst glaubt, dass mein Dad was mit Monique hat, wenn er es mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Und dann hat Sascha zu ihm gesagt, dass sie dann eben Beweise dafür suchen müssen. Tja, das heißt, die beiden haben die Tat praktisch auf der Party angekündigt. Ja, und die sind auch relativ, also kurz danach sind sie doch irgendwie plötzlich verschwunden. Das ist doch totaler Unsinn. Was laberst du hier denn für einen Müll? Es gibt's doch gar nicht. Wir waren danach noch ewig lang auf der Party. Schließlich sind wir dann auch erst eingeschlafen und wurden dann mit den Filzmarkern noch angemalt. Das ist sowas von so ein Unsinn einfach. Ja, wir sind nicht gleich abgehauen, so wie du es hier behauptest. So ein Quatsch einfach. Hast du irgendwas davon mitbekommen, dass die beiden auf der Party mal eingeschlafen sind und dann irgendwie mit so Filzmarker im Gesicht bemalt wurden? Nö, das habe ich nicht mitgekriegt, obwohl ich wesentlich länger auf der Party war als die beiden. Weißt du denn, wie das mit den beiden mit dem Alkoholkonsum war an dem Abend? Also wie viel haben sie getrunken, wie stark alkoholisiert haben sie gewirkt auf dich? Nee, das kann ich nicht mehr so sagen, das habe ich selbst nicht mehr so ganz überrissen. Wie viel hast du denn getrunken? Ja, schon eine ganze Menge. Mir war auch irgendwann nicht mehr so gut und voll schwindelig. Weißt du, wann die beiden die Party dann verlassen haben? Ja, das weiß ich noch, weil da war ich noch nicht so betrunken. Die sind so circa um 1:45 abgehauen. Und es war gleich nachdem ich den von Monique und meinem Dad erzählt habe. Jetzt labert doch nicht so eine Kacke hier, ey. Es war so. Also ich glaube, Niklas, ja, seine Aussage passt auch zu den anderen Fakten vom Tatabend. Ja. Von der Party zum Haus von Frank Wagner braucht man zu Fuß ungefähr 10 Minuten. Die Angeklagten mussten sich aber ja auch noch anmalen. Deswegen haben sie eine Viertelstunde gebraucht für beides. Ja. Und wir wissen ja auch, dass sie gegen 2:30 morgens in das Haus von Frank Wagner eingebrochen sind. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sind nicht bei Frank Wagner eingebrochen. Wir waren überhaupt nicht da. Wir sind gleich in die Innenstadt zu dem komischen Pferd. Dingens da hingegangen. Auf der Basti dann geritten ist. Ey, du musst die Scheiße nicht 1000 Mal erzählen, Mann. Ich fand's halt lustig, okay? Also der Noto von Frank Wagner, der ist in 2:40 Uhr bei der Polizei eingegangen und gegen 3 Uhr seid ihr dann am Marktplatz
und zwei Beamten eben auf diesem Kriegerdenkmal aufgegriffen worden. Das heißt, die beiden Angeklagten hatten mehr als genug Zeit, den Plan zu schmieden, sich anzumalen mit diesem Filzmarker, in das Haus von Frank Wagner einzubrechen und anschließend Richtung Innenstadt zu fliehen. Das ist doch totaler Unsinn. Wir sind nicht da eingebrochen. Wir waren da nicht. Das müssen Sie uns endlich mal glauben. Wir sind nur zu diesem Pferd gegangen. Frau Staatsanwältin, Sie haben doch vorhin ganz genau gehört, welche Theorie weiterhin auch besteht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tochter Clara bei ihrem Vater eingebrochen ist, weil sie genau wusste, 5.000 Euro lagen in der Schreibtischschublade und die wollte sie sich holen. Also das würde mich auch nicht gerade wundern. Halt deine Klappe, du Schlumpf, ja? Dich hat keiner nach deiner Meinung gefragt. Ich sag, was ich will, Schwesterlein, ja? Außerdem ist doch eh kein Geheimnis, dass du die Kohle ganz schön gut gebrauchen könntest. Hast du denn mitbekommen, wie dein Vater letztes Jahr deiner Schwester die finanzielle Unterstützung dann aufgekündigt hat? Ja, das habe ich. Und wie hat deine Schwester darauf reagiert? Boah, sie hat sich wochenlang aufgeführt. Ich meine, die hat echt alles versucht, meinen Papi wieder rumzukriegen. Aber diesmal hat er die Schnauze einfach voll. Und er ist hart geblieben. Jetzt hör mal zu, deiner Schwester sind ja eine ganze Menge Wertgegenstände schon gepfändet worden. Weißt du davon? Ja, die hat alles Mögliche gepfändet. Hat sie das sehr belastet? Hat sie sich geschämt, ihrem Freundeskreis gegenüber? Ja, also, sie würde das so zu uns nie sagen, aber ich bin mir sicher, dass ihr das gegenüber ihren feinen Freunden ziemlich peinlich wäre, wenn die wüssten, dass sie nicht mal annähernd so viel Kohle hat, wie sie immer tut. Es ist echt das Allerletzte, dass mein Vater und mein Bruder mich beschuldigen, einzubrechen und zu klauen, nur um meinen guten Ruf zu bewahren. Also, echt, wirklich. Mir wurde gesagt, dass ich hier die Wahrheit sagen soll. Und das nur, was ich über dich denke. Sorry. Wir wollen mal schön differenzieren. Ihr Vater beschuldigt sie nicht. Ihr Vater wird sie ihnen zutrauen. Aber er hat gesagt, er hat zwei männliche Stimmen gehört in der Nacht. Noch weitere Fragen? Keine, danke. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Nimm auch mal da hinten Platz. Monique Chevalier, bitte. Frau Chevalier, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie sprechen ausreichend gut Deutsch? Ja, ich bin schon fast ein Jahr hier und habe schon viel gelernt bei der Familie Wagners. Okay. Und in Frankreich habe ich auch Deutsch gelernt. Gut, wunderbar. Dann belehre ich Sie, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Das mache ich, ja. Sie heißen Monique Chevalier, 19 Jahre alt. Sie sind französische Staatsangehörige. Sie wohnen in Le Havre eigentlich. Zurzeit wohnen Sie bei der Familie Wagner in Düren. Sie sind ledig, Au-pair-Mädchen. Verwandt oder verschwägert mit beiden Jungs, hier sind sie nicht. Und den beiden wird vorgeworfen, sie sollen in der Nacht auf den 10. April 2010 so um 2.30 Uhr in das Haus von Herrn Wagner eingebrochen sein. Und zwar, weil sie da Beweise suchen wollten. Beweise dafür, dass sie ein Verhältnis mit dem Herrn Wagner haben. Ja? Sie wohnen im Moment ja bei der Familie Wagner. Haben Sie von dem Einbruch was mitbekommen? Also ich war ja zuerst mit Frank im Kino. Und dann bin ich gegen 12 Uhr in die Bett gegangen. Aber irgendwann in der Nacht bin ich dann von lauten Gepolter aufgewacht. Sie sagen Gepolter? Haben Sie das Klirren der Scheibe oder Schreien der Katze haben Sie nicht gehört? Nein, ich habe meine Zimmer unter der Dach. Aber irgendwann habe ich dann ganz viel Krach gehört und bin aufgestanden und zu dem Fenster gelaufen, weil ich eine Haustüre abschlagen gehört. Und dann habe ich die zwei Jungs aus der Tür rennen sehen. Du hast uns doch bestimmt nicht erkannt. Außerdem war es dunkel draußen. Dunkel war es nicht. In die Hof ist der Bewegungsmelder angegangen. Mhm. Ich habe also die zwei wirklich gesehen. Aha. Obwohl die beiden von ihnen weggelaufen sind, ihnen also den Rücken zugekehrt hat. Sie haben mir nicht den Rücken gezeigt. Sie sind seitlich an Franks Garten vorbeigelaufen. Ich habe sie von dem Profil gesehen. Mhm. Können Sie vielleicht noch sagen, wie die beiden da weggerannt sind? Wie meinen Sie das? Ja, sind sie vielleicht, haben sie ein bisschen getorkelt oder konnten wir irgendwie erkennen, dass sie betrunken sind? Das würde ich nicht sagen. Sie sind ein bisschen schnell gelaufen, aber getorkelt oder gefallen sind sie nicht, nein. Was haben Sie dann gemacht, nachdem die beiden Personen weg waren? Also ich habe aus den Fluren Ei, Ei, Ei gehört und dann bin ich sofort hingelaufen und da habe ich Frank am Boden bei der Treppe gesehen. Er wollte aufstehen, aber er hat es nicht allein geschafft. Na komm, jetzt übertreib nicht, so schlimm war es auch nicht. Das glaube ich aber schon, Frank. Du musst ja nicht den Eltern spielen. Zu Hause liegst du auch neben deiner Katze auf dem Sofa und lässt dich wie mitleiden.
Also ich fasse das Ganze jetzt jedenfalls mal zusammen. Ja? Die beiden Angeklagten wurden von Herrn Wagner gehört und von Monique Chevalier sogar gesehen, als sie das Haus unmittelbar nach dem Treppensturz von Herrn Wagner verlassen haben. Das heißt, wir brauchen hier überhaupt nicht mehr weiter zu diskutieren. Die beiden Angeklagten sind eindeutig die Täter. Was wollen Sie denn noch mehr? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sind nicht die Täter. Mir ist die Monique total egal. Ich kann gar nicht sagen, wie egal die mir ist. Dann Mann. Bist du also doch nicht meine Eltern? Wie meinst du das jetzt? Ich dachte, ihr seid bei Frank eingebrochen, weil ihr sehen wolltet, ob mir alles gut ist. Und ob vielleicht Frank mir zu nahe kommt, obwohl ich das nicht will. Ich habe gedacht, ihr wolltet mich beschützen. Nein. Und das war sehr dumm. Ich dachte, ihr macht euch Sorgen um mich und ich dachte, ihr seid mutig. Aber wenn das nicht so ist, dann muss ich meine Meinung ändern. Hast du das gehört, ey? Ich bin noch nicht taub. Fuck, ey. Ja, sie hat gesagt, dass sie es cool findet, was wir für sie getan haben. Ey, halt jetzt mal deine Klappe, okay? Mann, ich sag doch nur, sag dir doch, dass du dir Sorgen gemacht hast. Ja, vielleicht hast du noch eine Chance bei ihr. Hört nicht damit auf! Mist, komplett montag. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so dumm seid und das glaubt. Wie jetzt? Checkt gar nichts mehr, ey. Na, den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Soll ich das gerade eben so deuten, dass sie die Tat jetzt doch zugibt? Das war doch nur ein Spaß. Ich habe einen Witz gemacht. Ich finde es gar nicht gut, dass ihr bei Frank eingebrochen und ihn so als schwer verletzt. Scheiße, ey. Tut mir leid, Mann. Ey, was tut dir leid? Du bist so bescheuert. Du bist so blöd. Ich kann mal nicht mal auf die Menschheit rauslassen. Du bist sowas von blöd, ey. Das gibt's gar nicht. Aber du warst doch an der Tat genauso beteiligt, Bastian. Wenn sie nicht sogar deine Idee war. Ja, aber ich war ja an dem Abend angetrunken. Aber der ist ja genauso bescheuert, wenn er nüchtern ist. Die Falle, die hast du dir ja richtig gut ausgedacht. So kenne ich dich, Monique. Und so liebst du mich nicht, schwach, Frank? Also, mon amour. Ey, das kann doch nicht angehen hier. Was ist denn hier? Was genau ist? Nehmen Sie mal ganz schnell wieder Platz. Ich habe Sie noch nicht entlassen. Und dann erzählen Sie mir, was das gerade eben zu bedeuten hat. Soll heißen, Sie haben doch ein Verhältnis mit Herrn Wagner, oder wie? Ja, natürlich. Und es dürfen alle wissen. Ich habe keine Lust mehr, das einig zu machen. Wir lieben uns und alle dürfen es wissen. Wenn das nicht passiert wäre, wenn wir das nicht einig gemacht hätten, dann wäre das nicht passiert. Mann, mein Dad ist doch doppelt so alt wie du. Kannst du dich einen Freund suchen in deinem Alter? Ich mag lieber richtige Männer. Die wissen, was sie wollen und die haben schon etwas erreicht. Sie sind entspannt und gelassen. Und ein junger Hüpfer weiß nicht, was er will. Ich kann nicht mit so einem Junge ausgehen. Boah, das glaube ich nicht. Dann ausgerechnet mein Dad, Mann. Boah. Dein Vater ist ein toller Mann, Nico. Ich glaub's einfach nicht, ey. Es tut mir leid, okay? Ich habe das nicht gecheckt, dass das nur ein Scherz war. Ey, du bist so blöd. Was ist denn so schwer daran, einfach mal die Klappe zu halten? Hättest einfach nur die Klappe halten müssen, die ganze Zeit, Mann. Ja, es tut mir leid. Ja. Oh. Das tut dir leid. Ist schon gut mit euch. Schöner wäre, weil wenn dir was anderes leid hätte. Naja. Fragen noch an die Zeugin? Keine, danke. Dankeschön. Keine. Bleiben unvereidigt. Ja, dann hören wir uns noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe an. Frau Kramer, bitte. Ja, gerne. Also ich habe bei meinen Besuchen bei den beiden Angeklagten gesehen, dass sie beide aus geordneten Familienverhältnissen kommen und weder bisher größere schulische noch familiäre Probleme gehabt haben. Ihr nicht wirklich geringer Alkoholkonsum lässt sich in meinen Augen nicht auf fehlende Perspektive zuordnen oder auf Frust, sondern dient dazu, in der Clique cool dazustehen, angesehen zu sein, um sich Mut anzutrinken, um dem anderen Geschlecht vermeintlich zu imponieren. Ja, sie wollen ihre Grenzen ausloten und dieses typisch jugendliche Verhalten bringt mich dazu, dass ich denke, dass man sie keinesfalls wie Erwachsene behandeln sollte. Und deshalb schlage ich gemeinnützige Arbeitsstunden vor für beide. Gut, danke schön, Frau Kramer. Gibt es dazu noch Fragen? Nein, keine. Erziehungsregister und Bundeszentralregister ist bei beiden Angeklagten ohne Eintrag. Das sind also beide nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme für Staatsanwältin, bitte. Herr Vorsitzender, geehrte Herren Verteidiger, alles war genauso wie angeklagt. Bastian Koch war in Monique Chevalier verliebt und suchte in der Tatnacht gemeinsam mit seinem Freund Sascha Albrecht im Haus von Herrn Wagner
nach Beweisen dafür, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Gastvater hatte. Die misslungene Maskerade einerseits, wie auch die in sich völlig widersprüchlichen Aussagen der beiden Angeklagten, was ihre einerseits geringfügige Alkoholisierung betraf, beziehungsweise dann wieder den komatösen Alkoholzustand, ja, in dem sie ja die Fremdbemalung angeblich nicht bemerkt haben, zeigt mir die unglaubliche Naivität der beiden Angeklagten und ihr Motiv für die Tat und ihr Verhalten bei der Tat. Klassisch pubertär. Ja, die Aussagen des Opfers, die beiden Angeklagten gehört zu haben, wie auch die Aussage von Frau Chevalier, die beiden Angeklagten gesehen zu haben, wie auch der Versprecher des Angeklagten Albrecht, beweisen den Schuldvorwurf. Die beiden sind wie Jugendliche zu behandeln. Ich beantrage, die beiden Angeklagten jeweils zu 50 Sozialstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Ja, Rechtsanwalt Lenzen. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, klar. Eine typisch jugendliche Tat, deren teilweise verheerende Folgen man hier heute auch hören könnte. Ich denke, die Sachlage ist völlig klar. Mein Mandant ist schuldig. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass ein Wort des Bedauerns über seine Lippen gekommen wäre. Das ist nicht passiert. Auch das rechne ich seinem jugendlichen Wahnsinn teilweise zu. Ich beantrage deshalb, meinem Mandanten 25 Arbeitsstunden aufzuerlegen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Rechtsanwalt Vorländer, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, Herr Kollege, also ich empfehle jetzt mal allen, ein bisschen den Kopf in den Kühlschrank zu stecken. Warum? Die Zeugin Monique Chevalier, die hat hier mit ihrem französischen Charme nicht nur den Herrn Wagner betört, sondern auch den Mandanten meines Kollegen und vielleicht auch so manch anderen hier im Gerichtssaal. Das mag sein. Sie lassen sicherlich Männerherzen höher schlagen. Und so lässt sich auch dieses doch sehr präpubertierende Verhalten zweier Jugendlicher erklären, Frau Staatsanwältin. Jetzt machen wir es doch nicht so dramatisch. Das Ganze war doch hier letztlich eine außer dem Ruder gelaufene dumme Jungengeschichte. Die ist natürlich daneben gegangen, die ist schief gegangen. Da kam es hier sozusagen zu einer Verhandlung auch am Ende zurecht. Aber bitte, das Ganze ist doch nun wirklich im untersten Bereich anzusiedeln. Ich beantrage für meinen Mandanten 16 Sozialstunden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. So, ihr habt beide die Anträge gehört. Ihr könnt selbst noch was sagen. Könnt euch auch verteidigen und ihr habt das letzte Wort. Es tut mir leid. Was tut dir leid, du Vollidiot, Mann? Mehr kommt nicht. Dann verkündigt das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagten Bastian Koch und Sascha Albrecht sind schuldig der Sachbeschädigung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch jeweils in Mittäterschaft sowie der fahrlässigen Körperverletzung. Paragraphen 123, 229, 230 Absatz 1, 303 Absatz 1, 303 Klein c Absatz 1, 25 Absatz 2, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Sie werden deshalb jeweils zu 25 Stunden Gartenarbeit bei Frank Wagner nach Weisung des Jugendamts verurteilt. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Nehmen Sie bitte Platz. Nein, wie Erwachsene kann man euch beide ganz sicher nicht behandeln angesichts dessen, wie diese Nacht da abgelaufen ist. Diese seltsame Mischung aus, ich sage jetzt mal, schmachtendem Schwärmen für das französische Au-pair-Mädchen, aus ungläubigem Staunen, dass die sich für den Gastvater entschieden hat, aus Mutprobe, mit Filzstift maskiertem Gesicht, um Beweise dafür zu bekommen und dann anschließend auch noch diese pubertäre Aktion auf dem Reiterdenkmal am Marktplatz. Erwachsensein sieht anders aus. Wie das aussieht, hat die Monique Chevalier heute gezeigt, ist zwar nur ein Jahr älter als ihr, aber die hat schon deutlich gereifteren Umgang mit Männern, wie man ganz offensichtlich sieht. Und dass sie euch ein bisschen überlegen ist, weil sie einfach schon ein Stück weit ist, das hat sich auch im Verlauf der Hauptverhandlung gezeigt. Ja, erwachsen werden, das ist nicht so leicht, das ist mir schon klar. Und deswegen hätte man das Ganze vielleicht sogar einstellen können als einfachen, ganz banalen Jugendstreich. Das mit der Körperverletzung ist halt einfach ungut und unerwartet gelaufen. Ja, man hätte es einstellen können, wenn ihr da, sagen wir, doch eine offene Terrassentür eingestiegen wärt. Aber die Geschichte da mit dem Stuhl auch noch die Fenster- oder die Terrassenscheibe einzuschlagen, das zeigt schon irgendwie doch kriminelle Energie, muss man fast sagen. Ja? Und da ist auch ein Schaden entstanden bei der ganzen Geschichte. Das war eigentlich für mich der Hauptgrund, warum es zu einer Verurteilung kam. Jetzt habt ihr kein Geld, deswegen normalerweise Arbeitsauflage, aber normalerweise müsstet ihr ja auch dem Geschädigten erstens mal seinen Sachschaden ersetzen, ein Schmerzensgeld bezahlen, dafür habt ihr kein Geld. Er, so wie er jetzt beieinander ist, kann mal die nächsten Monate sicherlich sich nicht um seinen Garten großartig kümmern. Was liegt da näher? Ihr werdet euch um den Garten kümmern.
Und ich glaube, das ist dann eine ganz vernünftige Wiedergutmachung. Ja? Sie kümmern sich darum, dass das ordnungsgemäß abläuft. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja, wenn die Jungs dann aber im Garten rumspringen, Frau Chevalier, dann halten Sie sich mal bitte schön ganz brav im Hintergrund. Nicht, dass wieder einer von beiden oder gar beide Ihrem Charme erliegen. Weil Charme, den haben Sie wirklich, den haben Sie heute auch schon unter Beweis gestellt, als Sie dieses Geständnis herausgefordert haben. Zumindest, wenn man die Definition zugrunde legt von Albert Camus, seines Zeichens nicht zufällig französischer Literaturnobelpreisträger, der nämlich gesagt hat, Charme ist, wenn man einen Menschen dazu bringt, Ja zu sagen, ohne dass man ihm überhaupt eine konkrete Frage gestellt hat. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.